Mopralla. Gibt's noch Mopralla? Ja. Und Abralla. Was ist eine Mopralla? Mopralla. Kette, was ist eine Mopralla? Das weiß ich nicht. Das weißt du wirklich? Also das ist tatsächlich ein Fachwort. Ihr da draußen, schreibt mal gerne in die Kommentare, was eine Mopralla ist. Und das ist wirklich ein Fachwort. Ein ziemlich lustiges. Kette. Wir sind hier am frühen Morgen. Ich bin pünktlich da. Ich bin wirklich pünktlich da. Peter, was machen wir heute? Heute ist richtig was Feines. Heute ist der Tag der Tage. Heute ist der Tag der Tage, liebe Leute. Wir haben richtig geiles Wetter. Jetzt fangen wir an, die Wände zu stellen. Genau. Peter hat nämlich schon geilen Stahl verarbeitet. Peter ist nämlich nicht nur für Holz und Beton, sondern Peter steht auch für Stahl. Stahlfachfrau. Boah, ganz schön eng, ne? Ja. Mann, ich hätte das heute Motto weitergestellt. Also heute werden die Wände gestellt von dem Haus und da seht ihr jetzt ja auch schon mal die Räumlichkeiten, die Aufteilung. Wollen wir nicht erstmal Kaffee trinken? Machen wir. Peter, bevor du hier mit dem Kran rummopetierst, schau mal, wie schön. Da ist jetzt die Aufteilung. Warum steht da Windfang? Das verstehe ich nicht, Peter. Merkst du was? Peter macht auch den Mund beim Regen nicht auf. Ne? Ja, das ist ein Wilfried. Wie ein Wilfried. Ist das so? Mr. Mopralla. Mopralla, Tüllala. Oh, erst Kaffee drin, bevor der Chef das sieht. Moin. Oh, Kette. Kippe schon an. Kette, ich wusste Kommt gar nicht. Dixie mit Kippe. Kette, also das ist der Revolutionär. Der hat auch Kippen, die sich von alleine anzünden, sobald der Mund ansetzt. Peter, ist es das verkehrte Haus? Ganz andere Kommission. Das soll nach Detan. Das soll nach Detan? Ja. Jetzt müssen wir wechseln. Quatsch. Ich hätte es euch zugetraut. Sag mal, warum habt ihr eigentlich jetzt alle diese geilen Helme auf? Und ich habe diesen Mopralla-Schutz hier. Auf ich weiß auch nicht, ob das ein geiler Helm ist. Mir fehlt nur noch so eine Laserpistole, glaube ich. Das Imperium schlägt zurück. Genau. So, was machen wir jetzt? Ja, nun warte mal kurz ab, Junge. Einrichten, aufbauen, zack, nächste. Ich so arbeiten du kriegst jetzt gleich deinen berühmten Schrauber wieder in die Hand und dann darfst du Elemente schrauben. Was hältst du davon? Solange ich da die stundenlange Beton rumknötern muss. Wo hast du denn Beton rumknötert? Du hast das ja gemacht, das sah scheiße aus. Wilfried! Wir brauchen erstmal einen Baustellenhelm. Ne? Das ist von wegen hier. Baustellen ist Helmpflicht, Wilhelm. Hier. Ich sehe das nicht. Du siehst nichts. Alter. Wilhelm, was willst du denn hier? Im Gucken. Ich dachte, es steht schon. Machen die den ganzen Tag hier? Herr Peter, ne? Also, sollte Peter jetzt mal in Bewegung kommen mit seinem sehr schön geformten Körper, ich weiß gar nicht, wo Peter ist. Peter, da würde hier auch mal was passieren. Der steht hier aber bei den Nachbarn im Vorgarten und guckt sich die Beschaffenheit der Nachbarin an. Das heute. Hier vorne seht ihr jetzt, das sind diese ganzen Elemente vom Haus, ne? Peter, ich habe noch mal eine Frage. Ja, komm. Streicht ihr das? Was? Ist das vorgestrichen oder streicht ihr das? Was ist vorgestrichen? Die Wände. Ja, da innen. Da ist doch nicht mal die Fassade davor, das ist ja nur eine Folie. Ja, aber das wird doch gestrichen. Ja, aber die Fassade ist jetzt im Lack. Ja, die kommt ja morgen. Weißt du, welche Farbe es ist? Ja, wir hatten Probleme mit der Farbe. Welche ist es denn? Etwas dunkleres Braun. Ich meine doch das Braun, was hinten auf dem Bulli war, was du das Haus auch so schön fandest. Das war doch rot. Nein, das ist etwas bräunlich. Ich habe die Farbe noch nicht gesehen. Wann bin ich mal in der Firma? Ich bin immer mal loben. Mit der Hände in Tag. Satan, du siehst aus wie so ein richtigen, ne? Will jetzt im Anzug? Bob, der Baumeister. Bob, der Baumeister. Ja, ich bin schon ganz aufgeregt, weil das jetzt hier langsam vorangeht. Ne? Das ist was Feines, oder? Das ist richtig was Feines. Ich hab noch nicht gesehen. Vor allem,
Das Schöne an dieser ganzen Geschichte ist, dass wir das Haus meiner Eltern fertig machen und ich selber noch gar nichts geschafft habe. Also das ist ja das Verrückte. Steine besorgt. Ich habe schon Steine besorgt, genau. Wasserpumpe habe ich heil gemacht. Ich habe einen Kaminholzschuppen gekauft, den ich nicht brauche. Nee, also wir haben schon richtig was Holz geschafft. Ist genug. Ich habe auch in den Kommentaren gelesen, wir lesen ja fleißig mit. Es ist uns super wichtig, dass ihr viel schreibt, eure Meinung mitteilt. Und einer hat geschrieben, pass ihm auf, ich habe das Gefühl, ihr habt hier jetzt einen Lückenfüller gemacht, weil macht das doch lieber so, plant die Videos vor und dann bringt sie raus, ne? Und das ist jetzt nur ein Lückenfüller. Das stimmt so aber nicht, liebe Leute. Wir sind hier zur Baustelle gekommen und die haben ja den Beton eingebaut. Und dann sagten die Bauarbeiter, ey, wir haben kein Wasser, wir müssen das ja sauber machen. Dann sind wir in den Stall gegangen und dann ging die Pumpe nicht. Nee. Und deswegen haben wir das Pumpvideo gemacht. Aber es ist ja einfach eine Miniserie hier, wo ihr dran teilhabt, wie alles passiert. Ja. Jeder kleinste Stein. Ne? Die Zuschauer da draußen erfahren das haargenau, was wir hier machen. Und dann wird es auch mal Folgen geben, wo wir 9 Stunden lang ein Stück Holz angucken. Ja. Und uns über die Beschaffenheit aufregen. Ne? Nur damit ihr Bescheid wisst. Aber das Wichtigste für euch alle ist, wenn dieses Objekt der elterlichen Begierde, sag ich mal, steht, dann können wir meine Eltern endlich rauswerfen. Die freuen sich schon. Jupp, die raus. Ja. Dann geht's aber ans Eingemachte. Kannst du mal einen Container noch hinstellen. So 4, 5 Stück. Und dann raus damit. Was machst du da? Guckst du die Sonne an? Guck doch mal da oben, was ich da mache. Mann, du kriegst doch gar nichts mit deinem Leben, ne? Boah, geil, Peter. Das hab ich gar nicht gesehen. Nee, natürlich siehst du das nicht. Deine Eltern sagen, du kannst nichts, aber du kannst wie ihn nichts. Peter, ich will auch mal mit dem Kran rumfahren. Können wir da alles dranhängen, was wir wollen? Ja. Wir machen erstmal gleich Wilfried dran. Peter. Jo, Peter. Wollen wir deinen Wilfried dran? Jo, wir hängen Wilfried dran. Wilke kann, das trinkt er nicht. Peter, lass mich doch auch mal mit dem Kran fahren. Wie war es denn mit der Versicherung? Die gibt es doch gar nicht, ne? Das erste Element. Kette, pass auf, dass du mit der Kippe und Ding nicht im Brand steckst. Jungs, freut ihr euch auch so? Das erste Element. Ja. Ich weiß, ihr macht das jeden Tag, aber ich freue mich. Ich freue mich. Ja, genau. Ganz sauber. Guckt euch das an. Das erste Element, ey. Geil. Ich weiß, ich sehe bescheuert aus. Also ich sehe ja schon normal bescheuert aus, aber mit Helm sehe ich noch einen Meter bescheuerter aus. Peter, gehst du heute Abend noch auf den Rave oder was? Ja, wir wollen nachher zum goldenen Hugo, oder? Peter, ich habe eine Fachfrage. Da kommt dann einfach nochmal die Fassade. Es kommt die im Ganzen und wird dann einfach, oder muss man die wirklich mit Einzelteilen dran? Alles Einzelteile. Echt? Hammer. Mir macht das ein bisschen Angst, dass Kette hier mit dem Vorschlaghammer rumläuft. Hammer, ne? Sag ihm was, Wilfried. Hammer ein bisschen. Hab noch nie gesehen. Ich hab das auch noch nie gesehen. Ich habe Taschen hier, Portemonnaie hier drin, ich fühle mich so beschwert. Mein Portemonnaie ist hammerschwer, ne? Guck eben. Ist nichts drin. Mein Hammer, das ist richtig schwer, da ist aber nichts drin. Guck mal, jetzt habe ich hier zum Beispiel 2 Bankkarten übereinander gelegt. Das geht so nicht. Da bin ich Systemfreak. Guck, das muss so aussehen. Ritz, dann mache ich hier so Ritz. Guck mal hier, was ich hier alles drin habe. Guck, wenn man ein Portemonnaie haue. Oh, Alter, was hier Karten drin. Hier, Dauerkarte Blau-Weiß-Papenburg. Hier ist Dauerkarte Suscht im Felde. Ich habe eine Dauerkarte, obwohl ich Geschäftsführer bin, Wilfried. Das ist mal Vereinsliebe. Ja. Hier, willst du noch was Schönes sehen? Kein Cent drin. Zwiebelleder, kriegst Tränen in den Augen, wenn du aufmachst. Nur ein bisschen Kleingeld. Hier. Ein bisschen Schnickergeld habe ich da drin. Da hättest du aber, Wilfried, sei mir ehrlich, guck eben. Da hättest du vor, wenn das jetzt Pfennigstücke wären, da hättest du vor 20 Jahren, mal lass mich rechnen, ja, 20. Vor 25 Jahren, also da hättest du eine gemischte Tüte gekriegt. Da hättest du was gekriegt. Ja. Eine gemischte Tüte und hättest noch eine Dose Cola oder was. So ist das. Und heutzutage, das ist nichts mehr wert. So. Wofür ist die Dachlatte? Frontleicht zu halten. Ach, die wird ja vom Kran gelöst. Ja. Aber das wird nur von der Dachlatte hier abgestützt. Erstmal. Das könnte eine Udo-Test-Konstruktion sein, oder nicht? Was? So was will Udo auch bauen. Hat dir schon erzählt, dass Udo einen Stahlrahmen gebaut hat? Da hat er ein riesen Schild drauf gesetzt und hat das Ganze auf dem Dach mit Dachlatten abgestützt. Ein Tag hat's gehalten, ist das Schild umgekehrt. Peter, was ist das denn hier für eine Udo-Tetsch-Konstruktion? Qualität, Junge. Das sieht aber wie ich. Das könnte Udo sein, ne? Weil das Material von deiner Brennhausüberdachung sein, ja. Das kannst du noch verbauen, Peter. Guck mal, ob Papa einen Brennholzschurken im Wohnzimmer braucht.
Steht doch vor dem Haus. Oh nee, das wird lieber da. Oh nee, das wird die, das stimmt, die Terrasse, ne? Bleiben die Stürmenberg-Banner hier eigentlich stehen? Ja, wolltest du so haben. Die sind zahlreich. Hier ist ratzfatz, ne? Wenn du deine Hände suchst in der Tasche, ne? Ja. Was soll ich denn machen? Soll ich sie bei dir in die Tasche stecken? Das willst du nicht. Mopralla. Tala. Tala. Wilfrieds Frage war gerade geil. Ach, die Innenräume haben auch Fenster. In diesem Fall ja. Das ist mal ganz interessant für die Zuschauer. Das Ganze, weißt du, wir labern ja mal viel Quatsch und Blödsinn, aber ich glaube, das ist ganz interessant für euch da draußen jetzt mal zu sehen, in einem schönen Schnelldurchlauf, wie das Ganze zusammengeflext wird hier. Ne? Finde ich interessant, oder? Das sind ja auch Sachen, da können wir gar nicht bei helfen. Das sind die Fachleute. Das wäre jetzt Blödsinn, wenn ich mich hier hinstelle und für die Videoaufnahmen eine Schraube reinhaue. Wir sind hier nicht bei Vox. Da sollen die Fachleute. Wir werden sie auch für bezahlt. Aber das kannst du jetzt geil filmen, wie das hier alles. Das geht ratzfatz, das Ding fertig. Dann geht das richtig los. Auch mal die Alten raus. Ja, die Alten sind raus. Papa hat schon gepackt. Papa sitzt schon auf heißen Kohlen. Aber das hier, es kommt noch was, liebe Leute. Ich muss ja was erzählen. Wir haben auch ein paar Sachen, die wir hier erledigen müssen, ne? Wir müssen zum Beispiel auch den Rasen machen für Papa. Also müssen Rasen ansehen und so. Ja. Es wird gepflastert, da kommt ein Carport hin. Da die Terrasse, aber Rasen ansehen, dann machen wir. Weil Spezies vom Fußballplatz. Ja, da wird gearbeitet. Du stehst mit der Kamera hier, Sven. Das soll wohl. Geh da hin und guck Kette beim Schrauben zu. Ich hatte zwei Millionen. Ja. Wann fängt hier der Innenausbau an, damit ich mit anpacken kann? Wann gehst du denn in den Urlaub? Ich finde das geil. Papa ist auch schon richtig aufgeregt. Ich fahre jetzt weg und du bleibst jetzt hier, ne, und machst mal richtig schön den Peter in Szene setzen, ohne Bauch. Den Peter richtig schön in Szene setzen. Mach mal so einen Beauty-Shot von Peter. Also nur so. Gesicht. Eine Minute Peter mit Leidenschaft. Morgen! Ich wirke mal ganz ehrlich. Ja. Für 10 Euro steht niemand morgens einer auf. Nicht mehr. Ich habe früher, das können die Zuschauer ruhig wissen, da hat Papa zu mir gesagt, da war ich 17, so, du gehst jetzt einen Monat arbeiten oder zwei. Da bin ich zur Leiharbeitsfirma marschiert und habe gesagt, ich brauche einen Job. Morgen früh auf der Meierwerft habe ich für 7,50 Euro die Stunde jeden Tag 9 Stunden Möbel geschleppt. Für 7,50 Euro. Aber der Mensch war glücklich, weißt du, glücklich. Ja. So. So. Und ich finde, dass Peter auch mal ehrenamtlich arbeiten könnte, oder nicht, Jungs? Ist so. Klar. Was sagt ihr dazu? Ist so. Ehrenamt, Peter. So, ihr Lieben, ihr müsst euch nicht wundern, wir sehen immer blöd aus. Ich wollte das Wort mit S nicht nehmen. Es geht hier richtig voran auf der Baustelle, aber mit mir kann man ja noch nichts anfangen, weil ich bin ja für die feinmotorischen Arbeiten zuständig. Peter lädt hier gerade Fenster ab. Ne, Peter? Oder er versucht, Fenster abzuladen. Ich war noch nicht drin, ich schwöre es euch, ich war noch nicht drin. Da können wir gleich mal durchlaufen und ich gucke mir das mal an. Da soll ein Brief für mich drin sein, ne? Ja, da oben. Wer von euch jungen Männern hat ein Cuttermesser? Hier. Ui, ui, ui. Moment. Möchtest du jetzt machen? Bitte? Nee, kann ich ja noch nicht aufmachen, wenn ihr den mit dem Kran rumkommt. Ja, genau. Na, dann mache ich lieber noch nicht. Kriege ich nachher Schuld, wenn Peter ein Fenster hier drauf hier. Peter, habe ich dir schon erzählt, als ich mein Praktikum 2 Wochen als Maurer gemacht habe? Die Firma ist pleite? Jetzt rate mal, was ich nicht geworden bin. Maurer, bist du überhaupt was geworden?
2 Wochen Praktikum auf dem Bau gemacht. Ja, ganz Tag Speis machen, schön im Sommer, Dachziegel werfen. Aber weißt du, was ich festgestellt habe? Hör doch mal auf, hier so zu arbeiten. Müssen wir ein bisschen talken. Weißt du, was ich festgestellt habe? Der gemütlichste Ort auf der Baustelle ist tatsächlich eine Schubkarre. Hast du mal wirklich in der Schubkarre geschlafen? Nee. Wenn du die so quer hinstellst und dich da reinlegst. Junge. Du warst in der Schubkarre. Ich hab mich hier hingestellt. Was? Warte mal ab da hinten. Machen die auch einen Stress hier auf dem Bau, ey. Ich will mal hier und da eine Geschichte erzählen. Guck mal, wie ich aussehe. Ich muss auch wieder zum Friseur. Schaffe ich nicht, wenn ich den ganzen Tag nur am Knollen bin, liebe Leute. Und da an den Fenstern, da ist ein Brief für mich. Ich habe ja gesagt, eine Rechnung. Vielleicht haben die mir einen Brief geschrieben. Leute! Ich spiel da los. 1,30 Meter. Ja. Oi. Wenn du die jedes Mal am Anhänger liegen lässt und fahren weg, dann sind sie weg. Ja, hast du auch das Gefühl, dass Peter dich loswerden will? So, nun gib Gummi. Hören wir gar nicht mehr zu. Das mit Ekel merkst du, oder? Das Ekel vergeht. Ja, dass du den in eine Welt gesetzt hast, da reden wir anders. Er müsste mich heute und dann. Ja. Und was ist? Du kannst mir Danke sagen, dass du mich so gut hingekriegt hast. Peter, jetzt aber hier. Na komm, wir gehen gucken. So, Maschine da oben, zack. Was wollt ihr denn so einen Stress am Morgen? Junge. Liebe Leute, es ist 7.30 Uhr. Ich bin seit 7 Uhr hier. Ihr müsst entschuldigen, dass ich so aussehe. Strafanzeigen werden gleich blockiert wegen Körperverletzung. Hä? Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr einschaltet und dabei seid, wie wir dieses Haus setzen. Ihr habt jetzt gesehen, wie schnell das Ganze geht. Ich war noch gar nicht drin. Wir gehen jetzt gleich mal rein und gucken uns das an. Ist ja das Haus für meine Eltern. Und da bin ich mal ganz gespannt. Tag. Seit 4 Uhr bin ich hier schon am Malochen. Geh mal rein, ich lade schnell ab. Hier sieht man ja auch gleich, wo ich mitgearbeitet habe. Ich habe ja unten diese Dinger da. Oi, guck mal. So, ich muss jetzt erstmal checken. Hier sind wir im Wohnzimmer. Seht mal an. Ursprünglich war geplant, dass wir eine zweite Etage haben mit Galerie. Meine Eltern werden ja auch älter, also lohnt sich das nicht, da Treppen zu steigen. Deswegen ist nur der untere Teil ausgebaut. Wie gesagt, hier ist das Wohnzimmer, Terrasse. Hier müsste der Eingang sein. Ich hab die Zeichnung nicht vor Augen, ne? Wo ist denn die... Warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen. Haben wir das nicht so gemacht, dass Küche und Wohnzimmer eins ist? Dann ist, glaube ich, hier die Küche, vermute ich. Hier ist das Wohnzimmer. Ach, ich weiß auch nicht, was hier alles ist. Das sehen wir dann. Hier ist die Toilette. Hey, Jungse! Ach, das sieht mir wie eine Nasszelle aus, ne? Ja, also das ist auf jeden Fall das Badezimmer. Ja, schön. Dann bleibst du wie gewohnt hier, Sven, und das bei der Kälte schön arbeiten, filmen, ne? Das macht auch Spaß. Also ich finde ja echt auch nett, dass wir hier auch weiterverwenden können. Die Baumaterialien, dass sie dann hier das Holz von meinem Feuerholzunterstand wieder verbaut. Was kostet so eine, ist das auch KVH? Ja. Was meinst du, was das kostet? Ein so ein Balken. Was schätzt du? Kann ich so nicht sagen, aber trifft ja keinen Arm. Papa, ich glaube, ja. Das ist nicht mein Haus. Naja, dann fahren wir doch in der Ruhe nicht. Papa hat ein bisschen Geld, aber er sagt immer, er hat kein Geld. Weißt du, früher habe ich immer gesagt, wenn ich in die Disco wollte, Papa saß immer an seinem Schreibtisch und ich sagte, Papa, kannst du mir ein bisschen Geld geben für die Disco? Und dann sagt er, ach, jetzt kennst du meinen Namen. Das war immer so sein Standardspruch. Und dann hat er mir 5 Euro gegeben. Aber 5 Euro. Ich bin immer in die Diskothek Limit gegangen, die Hofe. 5 Euro, Peter. Ja. 5 Mark? 5 Euro war das von mir, ich bin noch jünger. Da hat ein Schali oder ein Cola Korn 50 Cent gekostet. Ja, ach, war ein Zufall. 50 Cent Charlie. Da bist du mit 5 Euro hingegangen. Dann kannst du selber ausrechnen, wie viel Charlie du gekriegt hast. Ich habe auch so einen, wenn ich so viel habe. Männchen mit dem Männchen Entchen. Guck hier, wir haben einen Brief gekriegt. Von Firma Siebens, Fenster und Türen, Flugtüren. Das ist Baustellenromantik. Schön beim Sonnenaufgang einen Brief lesen. Hallo Wilke, schöne Grüße von den Mitarbeiterinnen, die deine Fenster sicher verpackt haben. Wir sind große Fans von dir und verfolgen dir auf allen Kanälen. Vielleicht kannst du dir ein paar Autogrammkarten für uns oder hast. Ich kann nicht mal mehr lesen. Schöne Grüße, Dominik, Maurice, Daniele. Oh, da ist eine Adresse drauf, die darf ich nicht liegen. Ihr kriegt natürlich Autogrammkarten. Danke, dass ihr die Fenster so sicher verpackt habt. Ihr hättet auch einen Gutschein dabei packen können. Roland und Mucki in der Pause. Oh, Kampfstöpfe, komm her. Ja, das ist Qualität, ey. Komm her die ganze Zeit. Du bist immer noch so rot.
immer mit Power, der hier, weißt du, mit Energie, der kann mich voll der Kopf. Boah, Jungs, lecker Frikadellen. Ja, das ist Qualität. Wir holen ja mal von unserer Firma, von der Arbeitsteilschule, kriegen wir mal Palettenholz von Stürenberg. Das kriegen wir schon so Zeit. Das hole ich dann ab und zu ab und dann bin ich auch schon mal in der Produktionswerkstatt gewesen. Hab mir das mal angeguckt und habe ich das schon mal gesehen. Wahnsinn, ne? Qualitätsarbeit. Das sag ich dir. Und dann machst du hier zwischen den Zwischenwänden auch noch, kommt da auch noch Isolierung oder sowas drin? Ja, der Bock, ne? So, der jetzt kommt jetzt erstmal die Installation da rein, hier Kabel, allen Kram, was man da hat. Da werden die dämmt und dann werden die wieder beplankt, ne? Und das hast du in den Außenwänden natürlich noch selbst, ne? Genau, Außenwänden genau dasselbe. Und von außen muss man sich das vorstellen, kannst du auch, wenn du sagst, ich will einen Klinker drum zu haben, dann kannst du den Klinkerputz, egal was, ne? Egal was. In diesem Fall ist eine Holzfassade davor. Wie gesagt, wir machen auch Putzbaustein, egal was. Dieser Raum hat über so 55 Quadratmeter. Dann ist da die Küche, Wohnzimmer so. Ja, hier hast du die Küchenzeile. Ja. Sitzgarnitur und dann Wohnzimmer, ne? Für zwei Personen, top, ne? Ja, da kommen ja wirklich Eltern drin, ne? Da hast du hier Hauswirtschaftsraum? Da kommen wirklich Eltern drin. Und das reicht vor Traum. Das ist geil, ne? Hauswirtschaftsraum hier schön dran, in der Küche kannst du hier schön. Ne? Brutzel, brutzel, brutzel. Dann schön deine Spiegeleier machen, die schön hochkommen in der Pfanne. Schön so wirklich rüber gucken. Hier, genau. Dann ist er so dran, ne? Genau. Ja, schön immer dicht zusammen. Wenn man jemand ist, damit man wieder schneller Mann ist, wenn die älter werden nachher. So. Hier können wir öfter hier sein beim Essen. Klar. Das schätze ich auf jeden Fall. Mama kocht ja immer so gut, ne? Das wird da gehen. Aber eigentlich sollte er bloß jede zweite Nudel essen, ne? Das ist das Schlafzimmer. Schlafzimmer, hier reicht auch vollkommen von der Größe her. Ja, oh, das ist immer was genau. Da müssen zwei liegen können und einer stehen können. Ne? Reicht alles vollkommen aus. Du musst dann einfach die Größe, viele Leute wollen ja groß, groß, groß. Nee, geht ja, nee, die wollen alle lieber wieder kleiner. Ja. Das mit dem Großen ist, das war mal. Ja, klar. Das haben wir das Haus ja auch verkauft, die bei mir, meine Nachbarn, da hast du ja, wo die wohnen. Und das hat ein Pärchen aus gekauft, die sind 74 Jahre. Ja. Die haben das Dosehaus gekauft. Die hat ja eine Wohnfläche von 400 Quadratmeter. Ich habe die jetzt leider noch nicht kennengelernt, ja. Würde ich aber, ne? Ja, das und dann, 74, aber die müssen doch voll in Saft sein. Ja. Da will ich mal fragen, was die für Drogen nehmen. Ob die dann auch kriegen können. Und wenn du jetzt, wenn das jetzt alles gut mitläuft, wie lange dauert sowas, dass das fertig ist? Komplett fertig mit innen und außen. Komplett? Ja. Ich meine, ihr macht ja im Prinzip nur die Außen. Nein, wir machen komplett. Also dann habt ihr da Firmen für, wo ihr dann Elektro heizt? Genau, das wird dann, also wir sind dann Generalunternehmer, das wird dann abgegeben und... Achso, wird komplett fertig gemacht. Genau. Ja, 6-7 Wochen, denke ich, in diesem Fall. Sag ich so schnell. Ja. Wahnsinn. Das ist aber eine gute Geschwindigkeit. Ja. Das ist schon, ne, das muss man sagen. Ich glaube, die Chinesen können das auch nicht schneller machen. Aber die sind ja schon schneller, aber ich glaube, da. Sind verdammt schnell. Aber da kommen die, glaube ich, auch mal die Grenzen. Morgen geht es an die Fassade. Und von den Isolierungswerten und so was, ist das genauso, als wenn du jetzt ein Steinhaus und so was machst. Ja, besser. Noch besser? Ja. Ja, viele Leute, ja, wir sagen eigentlich immer, man kann es anschließend mit dem Teelicht heizen, ne? Du sagst halt also, das ist Wahnsinn. Ja, weil viele Leute sagen ja immer so, Holzhäuser weiß ich nicht und. Ich weiß noch nicht mit der Feuchtigkeit, wenn hier so ist, das immer so feucht hier in Norddeutschland. Nee, das ist alles Blödsinn. Alles Blödsinn. Ja, was soll da schlecht dran sein? Ja. Also. Deswegen, aber man hört das ja auch mal so, dass einige Leute, ja, das kann natürlich auch sein, wenn die da selber irgendwas hinklüht haben. Ich sag immer, was macht so ein Baum wohl im Wald, wenn er nass wird? Ja. Ist auch immer feucht, ne? Ja. Und alles schön unten, alles wurmgerecht. Altersgerecht nennt man das ja, ne? Vielleicht kann man das ja, was du willst, kann man nicht erzählen. Wenn seine Eltern mal nicht da ist, können Lodi und ich hierher ziehen. Du kannst ja alles kriegen, wir verkaufen die sogar. Ja, aber er hat seine Wohnung wieder. Ne? Aber Sven, halt die Klappe. Du musst ja nicht alles. Du weißt ja, wie das ist. Der braucht gar nicht alles wissen, der Deckel. Hast du nicht benutzt? Ich weiß nicht. Haben wir beide benutzt. Ja, musst du trotzdem mal so eine Peter, schlechte Laune am Morgen, Peter, oder was? Nein. Schlechte Laune am Morgen, was halt kümmern soll. Sag mal, wie willst du eigentlich in den Videos die ganze Zeit bei Kette die Zigaretten wegmachen? Das ist unmöglich. Ich versteck mich ja schon. Aber er läuft mir ja hinterher. Bälle rein, so. Dann habt ihr jetzt hier verursacht. Ja. Was steht heute an, Kette? Was müssen wir machen? Was sagen wir einfach, was müsst ihr machen? Wir wollen ja nicht lügen. Lass dich einen Sparren drauf, Folie drauf und vielleicht noch Latten. Hast du Bock? An sich ja. An sich ja. An sich ja. Ihr, was ist hier mit dem Busau nach oben? Nö, kannst du rausschmeißen. Und wie euren Pulli hier drauf wollen. Ja. Reißen Sie richtig aus der Sch, muss ich sagen. Heino. Das ist der Hammer.
Heino, wenn du dieses Video siehst, Heino ist der Bruder von Peter und der Chef des Ladens. Wenn du das Video siehst, das werden wir bei der Rechnung des Hauses dann nochmal fixieren, dass ich hier den Bulli mit aufgeräumt habe. Ne? Peter? Ist so. Weil Peter sagte gestern auch, wenn Wilke nicht auf der Baustelle ist, dann geht das hier auch nicht voran. Ist so. Das ist nämlich auch so. Weil du ein unheimlicher Reißer bist, ne? Hast du schon oben gucken, ne? Der hält doch nicht hoch, oder? Fängt er morgen schon wieder an mich zu dissen. Erstmal brauche ich hier einen Sicherheitshelm. Ah, oh, endlich mal ein Helm, der mir passt, Alter. Komm, wir machen mal Rundschau. Dann willst du auch wieder die Jacke an, wo ich richtig fett drin aussehe. Ich meine, ich bin ja fett, aber in der Jacke bin ich noch einen Meter fetter, Peter. Ich bin extra angezogen, damit du schmal aussiehst. Hier Kette da unten mit Kippe. Am Rauchzeichen machen. Und genau bis was noch will er am Ries lösen, oder was? Wieso? Das krieg ich doch mir erzählt. Was? Nachbarn waren die? Nee, war kein Nachbarn waren am Wiesnösen, hast du gesagt. Achso, der Ene, ne? Der Ene. Der war vor. Günther! Günther Fick! Günther! Günther! Ja, Sheriff, das Baustellenaufsicht. Der ist von der BG. Ja, Günther, da echt, aber. Der steht einen halben Tag hier. Ja, Günther! Hast du Günther gefilmt? Nee, film Günther ruhig mal. Also, das ist ja. Der Kameramann hat sich beschwert bei mir, also Sven hat sich beschwert. Ja, nicht beschwert, er hat mich darauf hingewiesen, dass hier den ganzen Tag einer steht zum Gucken. Und das war ja Günther, sag das doch. Ja, Günther, gehört ja dazu. Gehört zum Bauwesen dazu. Ja, gehört zum Bau. Also Günther ist ja, den kennt man ja schon seit kurz angerissen. Ich kenne den nur als Sheriff aus Stimmfelde. Ja, doch, hat ja früher auch eine Marke getragen. Ja. Er hat immer gesagt, er ist der Sheriff von Stimmfelde. Ja. Und Günther aber ist ein feiner Kerl. Genau. Lustiger Kerl. Schon männlich mal mit ihm. Und Günther hat dann hier Bauaufsicht gemacht. Genau. BG. Und Günther grüßt alle, obwohl er sie nicht kennt. Ja, aber er steht immer auf der Straße was drauf. Günther. Scheiben sind ja immer noch nicht verbaut. Peter sagte gerade, hier oben kann man schön Tischtennis spielen. Freue ich mich schon an den Gedanken, mein Vater hier hochkommen soll zum Tischtennis spielen. Da kommt ein Lift rein. Und jetzt sieht man hier auch, Sven, das muss man mal erwähnt haben, das schöne Feenhauselement. Ne? Das fällt dir gleich auf an den abstehenden, weißt du, hinten. An den Haushängen da. Ja, da und da wird schmaler. Das sind die schönen Feenhauselemente. Schön, ne? Dahin. Ihr da draußen auch, seid zufrieden, wie es gerade aussieht. Dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben, ist wirklich schön geworden. Also, da freuen sich meine Eltern. Das sage ich euch. Ist ein Vorschrift, dass das Haus ohne Helm tragen muss? Ist deswegen Sicherheit so. Das ist ja eine Frechheit. Das wird doch wohl ein. Nee, ich gucke jede Woche Bergsteiger-Dokus. Ich laufe da über den Balken und dann runter. Normalerweise hüpfst du da runter, oder? Ja, also warum bist du da? Das ist klar, ne? Da passen wir auf. Geh mal nur direkt da drauf. Ja, Peter, ich gucke dir noch Bergsteiger-Dokus. Ich film die auch gleichzeitig. Ist das Ding stabil? Nein, überhaupt nicht. Für dich gibt's nichts Stabiles. Peter. Nimm dein Ja, den würde ich weiter wegnehmen. Ich gucke nämlich keine Bauarbeiter-Dokus. Egal. Hab schon gewundert. Guck mal, das ist mein. Das mit links, Peter. Mit links. Ups. Ja, ich mach mit rechts jetzt. Mann. Ja, ich hatte es da meine linke Hand. Das ist nichts, da muss ich so stehen. Lass den Mama bloß nicht fahren. Peter, ich bin kein Handwerker. Hier, gib mir noch einen Nagel. Jetzt bin ich bereit. Das ist ja das Ding, ich gucke immer Bergsteiger-Dokus. Kein Witz. Ich kann euch empfehlen, die Doku, habt ihr die schon gesehen? Der Alpinist und Free Solo. Der Alpinist und Free Solo. Free Solo klettern. Das ist, die klettern auf 3.000, 4.000 Meter Berge ohne Sicherung. Gucke ich mir jeden Tag an. Das machst du auch jeden Tag nach. Nee, ich habe ja Höhenangst, aber da ich da die Dokus gesehen habe, habe ich Erfahrung. Deswegen bin ich da auch so galant runtergegangen. Ich hatte ein Handy in der Hand. Ötzi hat den Nagel da schneller reingekriegt. Ihr lacht dann, weil ich keine Handwerker-Dokus gucke. Wisst ihr, wenn ich jetzt jeden Tag eine Doku gucken würde über jemanden, der einen Nagel im Balken haut, dann... Du kennst das schneller als jeder andere. So, ihr müsst euch der Alpinist angucken, voll krank, Mann. Da sitzt so eine Doku und die wird schlecht, weil der an der Steilwand hängt in 2.500 Meter Höhe und da ohne Seil hochklettert. Und das siehst, Junge, wird hier, ich schwöre es, ihr sitzt davor, euch wird schlecht. Das ist so krank, aber richtig geil, Bergsteiger. Ich habe überlegt, ich wollte auch Bergsteiger werden, aber dann, ne, erstens, wir haben hier keine Berge und zweitens, ich habe Höhenangst. Kette, sag ihm, wie ich den Nagel da reingehauen habe. Wundervoll. Wundervoll, das war schon, ein Gedicht war das. Das zu sehen, ne? So, du darfst jetzt vor laufender Kamera auch noch einen Nagel reinhauen. Ja, Katastrophe. Alle lachen so über mich, ne? Peter braucht doch einen Schlag für, oder? Jetzt guck den rein. Den atmet den rein. Jetzt muss er mal richtig...
Also für alle ist es kein Witz, die noch nie einen Nagel irgendwo reingehauen haben. Ich bin ja bekannt dafür, nicht mal einen Nagel in Pfund Butter zu hauen. Aber wenn du das erste Mal machst, also es ist nicht das erste Mal, dass ich es gemacht habe, aber es ist gar nicht so einfach, da zu treffen, weil du ja wirklich Kraft haben musst, den richtigen Schwung und dann auch noch treffen. Das sind drei Eigenschaften, die ich alle nicht besitze.